Underpressure Dive Club. Die Idee hinterm Tauchclub von Underpressure war eigentlich folgende. Und zwar, wie kann ich kostengünstig vernünftige Ausbildung gestalten? Wie kann ich die Leute ans Tauchen binden? Wie kann ich das so machen, dass die Leute Spaß dran haben, aber nicht gleich einmal ein Vermögen ausgeben müssen? Weil wie ist denn das als Anfänger? Als Anfänger hast du das Problem, du weißt erstens einmal gar nicht, was für Ausrüstung du brauchst. Jeder erfahrene Taucher wird mir beipflichten, man macht gleich einmal einen Fehlkauf. Diesen Fehlkauf kannst du im Club schon mal vermeiden, weil du leistest die Ausrüstung aus, weil du kriegst für 15 Euro die komplette Leihausrüstung für dich kostenlos. Du bekommst für 15 Euro im Monat die komplette Weiterbildung kostenlos. Du kannst für 15 Euro im Monat am Attersee kostenlos fühlen, am Traunsee kostenlos fühlen, am Grunsee kostenlos fühlen, am Wolfgangsee kostenlos fühlen, in Wien kostenlos fühlen, in Kronstorf kostenlos fühlen, am Walchensee kostenlos fühlen und in Tirol in Scharnitz kostenlos fühlen. Das alles kriegst du für 15 Euro. Wo gibt es das? Der Tauchclub hat sich mittlerweile in ganz Österreich und teilweise Bayern vernetzt. Du bekommst mit deiner Clubkarte überall dieselben Dienstleistungen. Es gibt Facilities. Diese Facilities bieten dir Leihausrüstung, Ausbildung, Flaschenfüllen und Tauchshop-Vergünstigungen. Dann haben wir Partner and Friends. Partner and Friends ist immer ein eigener Vertrag mit irgendeinem Vertragspartner. Was beinhaltet das zum Beispiel? Am Wolfgangsee kannst du, da gibt es einen Partner- und Friends-Betrieb, dort kannst du mit deiner Clubkarte hingehen und kannst kostenlos Flaschen füllen. Das alles und viel mehr bietet dir der Underpressure Dive Club. Ich freue mich auf euch. Hallo Christian. Servus. Hallo Hans. Wie geht's dir heute? Gut, danke dir. Mir auch, weil ich komme aus Wien, bin erst vor kurzem zum Tauchen gekommen, habe jetzt eine OBT gemacht, also ich war beim Tauchzentrum und habe mir gedacht, wo soll ich denn tauchen, wie soll ich das machen? Und dann habe ich gegoogelt und viele andere Leute haben gesagt, Tauchzentrum Wien, das ist die erste Anschlussstelle. Vor allem, da gibt es eine gute Kooperation mit einem Underpressure am Attersee. Und so habe ich jetzt im Winter den Theoriekurs gemacht mit dem Freibad. Habe jetzt eine OBT gemacht und jetzt heißt es Tauchgänge sammeln. Und da bin ich eben heute über Facebook in die Gruppen, bin ich beim Club, was Besseres kann man gar nicht machen. Und super Leute, bin ich natürlich heute mitgefahren und bin schwerstens begeistert. Hast du auch so den Eindruck? Ja, ganz eine tolle Veranstaltung wieder mal vom Dive Club. Und die Leute sind super, oder? Macht lässig. Spaß, alle sind entspannt. Ja, entspannt sind, sie helfen einen und auch wenn man selber nicht so, eben noch vieles nicht weiß. Weiß nicht, wie weit bist denn du schon mit dem Tauchen? Ja, bei mir ist schon ein bisschen länger her. Ich habe vor über 10 Jahren einmal beim Tauchen angefangen. Ja. Über einen Bekannten. Bin jetzt zum Tauchen gekommen, habe da eine Ausbildung gemacht bis zum 2 Stern. Und dann eigentlich zum Underpressure erst, weil ich noch eins draufsetzen wollte, zum 3 Stern jetzt. Bin ich über Bekannte, die haben mir das empfohlen, hab die Ausbildungsmöglichkeiten über Underpressure. Und ja, ich bin jetzt seit 2 Monaten sowas bei Underpressure Mitglied. Und ja, das Angebot vom Dive Club ist für
frischere, jüngere Taucher und eben die, die schon ein bisschen länger dabei sind. Das ist echt, ich bin mit einer ganzen Lieben jetzt gewesen und die hat mich so supportet. Nein, wirklich. Macht Spaß. Kommt dazu, es zahlt sich echt aus. Kann man nichts Besseres vorstellen. Hi, ich bin die Sabine, ich komme aus Tirol. Ja, hallo, ich bin der Jakob und ich komme aus dem Waldviertel. Jakob, wie bist du zum Club gekommen? Ja, bei mir war das so, ich habe damals einfach mal gegoogelt nach einem geilen Tauchclub mit leibenden Leuten und ja, der erste Treffer war Under Pressure Dive Club. Cool. Wie war das bei dir? Ich habe Glück gehabt, die Christina ist Tauchguide da im Club und die habe ich in Tirol kennengelernt und die hat mich halt dann eingeladen, dass ich mal vorbeischaue. Und ja, jetzt bin ich seit einem Jahr im Tauchclub, bin mega happy, finde es voll super. Ich war am Anfang sehr unsichere Taucherin, aber die Leute da sind super nett und hilfsbereit und nehmen da einfach die Angst und pushen die immer wieder. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, und einfach genial ist die Ausbildung bis hin zum Dive Master, was man kostenlos im Dive Club Under Pressure machen kann. Was will man mehr? Super! Servus, hi, ich bin der Vincent. Ich bin beim Under Pressure Dive Club. Gemeinsam mit dem. Ich bin der Fabian, bin beim Dive Club mit Vincent. Wie bist du eigentlich zum Club dazugekommen? Wie war denn das damals? Ja, mir hat ein guter Späßel zum Club gebracht. Also, ich bin nach dem Fabi zum Club gekommen. Fabi ist schon länger beim Club und habe mich dann dazu überzeugt, dass ich zu dem Verein auch dazugehe. Und es war definitiv die richtige Entscheidung. Das ist ein cooler Haufen, es sind wirklich coole Leute dabei. Und ja, wie bist du zum Club gekommen? Ja, mir ist empfohlen worden von meinem Onkel, der taucht schon ewig und er hat gesagt, wenn du Tauchen anfängst, dann machst du es bei deinem Club, weil da kannst du nichts Besseres finden. Und wie man sieht, wir sind viel unterwegs mit dem Club, es sind immer coole Veranstaltungen. Man sitzt dann danach zusammen auf ein Bier, man fährt gemeinsam auf Urlaub und was gibt Schöneres, als wie seine Freizeit mit Freunden zu verbringen. Genau. Servus, grüß euch, ich bin der Philipp. Hi, ich bin die Marion und ich bin seit einem Jahr dabei. Ja, ich bin seit einigen Jahren schon im Dive Club, das stimmt schon 6-7 Jahre und nutze jetzt den Sommer, um meine Ausbildung fortzusetzen über den Dive Master und will jetzt über den Sommer dann auch, weil ich mir berufliche Auszeit gönne, dann auch zum Tauchlehrer mich weiter ausbilden lassen. Genau, und ich bin eigentlich Urlaubstaucherin gewesen, immer. Und bin voriges Jahr dazugekommen und hab viele Guidings gemacht mit dem Felix und der hat mich eigentlich inspiriert, auch hier über den Club diese Ausbildung zum Dive Master einzuschlagen. Und es macht echt viel Spaß, es ist echt super. Servus Taucher, ich bin der Thomas und ich bin heute mit dem Jens Uwe Lahm am Wolfgangsee. Was ist das Besondere? Der Dive Club ist mit GEMA Tauchen unterwegs und unser Ehrenmitglied und Filmemacher Jens. Jens, wie findest du das? Wie gefällt dir das Dive Club Leben? Also ich finde das Dive Club Leben also wirklich faszinierend. Der Zusammenhalt, die Kameradschaft, das Freundschaftliche beim Equipment reinheben in den See oder Stageflasche abnehmen. Also eine ganz tolle Atmosphäre, finde ich echt cool. Dive-Leben macht Spaß. Ich finde es toll, dass du das so empfindest, weil wir sprechen öfter so über den Spirit vom Dive Club. Und jetzt sage ich mal, du hast einen weiten Weg aufgenommen, hast das noch nie gesehen und bist auch schon Feuer und Flamme und das macht Spaß. Also Taucher, für alle, die den Dive Club Under Pressure nicht kennen, schaut mal auf unserer Homepage oder kommt mal zu einem Tricer Club und dann seht ihr, ob euch das auch so Spaß macht. Und sagen wir mal, wir hoffen, wir sehen uns mal an einem See bei schönem Wetter mit dem Dive Club.